Zucker macht süchtig. Und das ist nicht nur irgendein Spruch. Nein, das ist wissenschaftlich gut belegt, obwohl wir eigentlich hier die Wissenschaft gar nicht brauchen. Jeder, der Süßes isst, weiß genau, wie schwer es ist, damit wieder aufzuhören. In der letzten Ausgabe des Sterns hat es die süße Droge sogar auf die Titelseite geschafft. Spannender Artikel. Zucker steht darin stark am Pranger. Zucker wird mit milliardenschwerer Werbung und Lobbybudgets immer noch beworben und vor allem verharmlost. Ein Beispiel für herausragend gute Lobbyarbeit? Kannst du dich noch an diese Diskussion um diese Lebensmittelampel auf den Produkten erinnern? Die hat es in Deutschland nicht geschafft. Dabei wäre sie einfach zu verstehen gewesen. Nämlich grün bedeutet gut, gelb heißt Vorsicht. Und rot, zu viel Fett oder Zucker. Wenn es aber diese Ampel auf die Produkte geschafft hätte, tja, dann hätten die Schlaraffenland-Produktehersteller mächtig dumm aus der Wäsche geguckt. Nicht nur, dass die Ampel erfolgreich abgewehrt wurde, nein, man einigte sich sogar darauf, dass jetzt auf den Produkten die GDA-Angabe steht. Heißt Guideline Daily Amount. Also ein Richtwert für die Tagesenergiezufuhr. Die ist nicht nur völlig verwirrend, sondern sie gibt auch an, jetzt wird es richtig spannend, wie viel Zucker am Tag gegessen werden kann. Das heißt, jetzt gibt es eine offiziell genehmigte Zuckerzufuhrempfehlung. Es ist kein Scherz, einfach mal schauen. 90 Gramm am Tag lautet die Empfehlung. Geld regiert die Welt und mit Zucker, der nicht nur in Süßen, sondern auch in Kartoffelsalat, in Tiefkühlpizzen und sogar in die Wurst hineingepresst wurde, verdienen viele sehr, sehr gut. Rübenbauern, Zuckerhersteller, Lebensmittelkonzerne. Und uns Verbraucher lässt der Zucker nicht mehr von alleine. Abgewöhnen, fast unmöglich. Aber eben nur fast. Viele haben es geschafft und ich gehöre auch mit dazu, denn ich war früher ein Cola-Junkie, haute mir permanent Nuss-Nougat-Schmiere aufs Brötchen und ich bastelte mir Snickers-Brötchen. Heute bin ich clean. Heute kann ich Zucker, also Süßes, gut dosieren und letztendlich auch dann genießen. Meine Rettung war der perfekte Tag. Was? Du kennst meinen perfekten Tag noch nicht? Den findest du genau beschrieben in meinem Buch Ich bin immer schlank. Das Buch, was dein Fett verbrennt. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Bist oder warst du auch ein Zuckerjunkie? Wie gehst du damit um? Also was hast du schon alles versucht? Und wenn du es schon geschafft hast, den Konsum deutlich zu reduzieren oder sogar komplett abzuschaffen, verrate uns deinen Trick. Hier unten unter Kommentare. Los geht's! Und immer schön gesund bleiben.